Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zurück hier bei Kingdoms of Amalur. Wir sind in Sturmweg unterwegs und haben in der letzten Folge schon die Lagerhäuser von Ratten befreit, haben allerlei Häuser erkundet und so weiter und so fort von Menschen, von denen wir noch nicht alle getroffen haben. Es kann sein, dass die gleich versammelt wieder auf dem Markt stehen oder eben auch nicht. Dann haben wir ein wunderbares, also ein wirklich richtig großartiges Konzert von unseren Kollegen Adalena und Zero und Colette gehört. Colette und die Echos. Ja, reden wir da einfach nicht weiter drüber. So, am Monolithen im Lager Aufschwung. Okay, dann gehen wir mal ins Lager Aufschwung und gehen mit unserem Kumpel Ivan zu dem Monolithen. Mitroliten hatte sie, glaube ich, genannt, ne? So, okay. Wo genau ist es? Da in der Ecke. Und da wartet er auch schon auf uns. Gut, gut. Wir nehmen euch. Nein, keine Lust. Ich hab zu tun, da kann ich mich nicht benehmen. So, ist das hier hinten bei diesen komischen Kugeln? Ja, das sind diese komischen Kugeln. Okay. Na, Ivan? Komische Kugel gefunden? Was für eine Erleichterung. Ich dachte schon, ihr wärt gefressen worden. Ich kann leicht mit den Schatten verschmelzen und mich im Gestrüpp verstecken, aber bei euch sieht die Sache anders aus. Ich zerbreche mir den Kopf über diese Inschriften. Dies ist der größte Stein. Er wurde tief in den Boden getrieben und hat viele Generationen und Jahrtausende gesehen. Seht nur, wie der Anhänger von Frau Cross leuchtet. Lasst mich das lesen. Die Leidenschaft wuchs. Die Schutzpatrone riefen ihn, versprachen eine Abrechnung. Wandelt den entfesselten Pfad. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, was das bedeuten soll. Ich mache mir noch ein paar Notizen. Warum geht ihr nicht weiter zu den nächsten Monolithen? Wir treffen uns dann bei jedem von ihnen. Nun denn, lebt wohl! 5 weitere Monolithen bereisen? Ah ja, natürlich. Damit habe ich ja gerechnet. Tja. Das ist dann wohl so, ne? Ist, gut, wir porten uns hier noch einmal hin. Und stellen fest, hier ist keine Quest mehr. Also entweder ist der Questhaber irgendwo reingegangen. Oder es war die Quest mit den Ratten, die wir allerdings schon erledigt haben. Beides absolut möglich. Na gut, dann schnappen wir uns die Hauptquest. Und ja, das kommt alles erst später. Da kommt sie gerade raus. Nina Taggart. Also gibt es doch eine Hauptquest. Doch noch eine Quest. Nina! Kommen die gerade alle aus dem Haus? Dörflerin? Nö, nur sie. Okay. Dann noch nicht die Hauptquest. Ninachen, na du? Es ist kalt da draußen. Ihr hört das wahrscheinlich nicht zum ersten Mal. Aber ihr seid nicht annähernd gut genug gekleidet, um dieser Kälte zu trotzen. Ich glaube schon. Ich habe die Ausrüstung, nach der ihr sucht. Kleidung, Rüstung, Tränke. Ich behandle euch fair. Egal, ob ihr von hier seid oder nicht. Aber ich schließe bei Sonnenuntergang. Wie die meisten von uns hier in Sturmweg. Und wenn ihr klug seid, sucht ihr euch auch ein sicheres Plätzchen, wo ihr euch verschanzen könnt. Niemand sollte sich im Dunkeln draußen aufhalten. Ja, was passiert denn nachts? Habt ihr es nicht gehört? Da ihr hier in Sturmweg zu Gast seid, muss ich euch warnen. Hütet euch vor dem Nachtbargest, dem Fluch der 3 Windegabelung. Es heißt, er wäre verflucht. Das Opfer der dunklen Rache einer Hexe. Er taucht mit dem Licht des Mondes auf und sucht das Dorf bis zum Sonnenaufgang heim. Hier in der Gegend gilt die Jagd auf den Nachtbargest praktisch als Freizeitbeschäftigung. Das machen hier alle jungen Leute, nachdem sie ihre Bäuche mit Wein gefüllt haben. Der Legende nach befindet sich sein Versteck in der Nähe der 3 Windegabelung. Aber niemand weiß es mit Sicherheit. Mein Ratschlag? Bleibt im Dorf und erzählt diesen Narren Roth und Beatrice nichts davon. Das wäre besser für euch. Ich habe die Kreatur noch nie mit eigenen Augen gesehen, aber ich habe gehört, dass es sich dabei um einen Bargest handeln soll. Könnte auch ein Geist oder ein Jotun sein, oder vielleicht auch nur ein schlechter Scherz. Sein erstes Opfer soll der alte Nils McNutter gewesen sein, der vor einigen Monaten in den Ausläufern verschwunden ist.
Ich bin Kauffrau und Händlerin. Ursprünglich komme ich aus der Heide, aus einem kleinen Dorf namens Eitem in Dallentat. Als die Gesetzlosigkeit Überhand nahm, habe ich mein Geschäft zusammengepackt und bin gen Westen gezogen. Sie sind ein junges Liebespaar. Die beiden sind trunken vor Liebe und Bier, halten sich für unsterblich. Sie haben keine Angst und nichts im Kopf. Jede Nacht suchen sie auf den Klippen nach dem Nachtbarges. Sie wollen die Bestie erschlagen und selbst Teil der Legende werden. Tagsüber findet ihr sie in der Taverne zum Edelstein, wo sie sich Mut antrinken. Ich habe hier in einer stürmischen Nacht Unterschlupf gesucht, als ich die Berge mit einem Wagen voll mit meinen feinsten Waren überqueren wollte. Hier habe ich Wärme und eine Gelegenheit gefunden. Seitdem bin ich hier. Mittlerweile sind es fast 10 Jahre. Jo, Nida, dann lebt mal wohl. Der Nachtbargest. Ja, natürlich nicht da, weil es nicht Nacht ist. Ne, ich bin ja nicht ganz dämlich. Gucken wir doch einfach mal. Den Nachtbarges töten. Eine wilde Bestie sucht die Umgebung rund um das Dorf Sturmweg heim. Ich sollte herausfinden, wo das Monster herkommt und wie es jagt. Ja, machen wir dann. Aber jetzt brechen wir erstmal das Schicksal. Dafür zieht es uns gen Norden und nicht gen Westen. Interessant. Oh, na gut. Dann let's go. Einmal durch die Stadt durch. Ich hoffe, wir haben niemanden übersehen, der irgendwie wichtig ist. Und dann geht's ab. Du, 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 du. Oh, da gibt's ja auch noch Leute. Natürlich gibt's ja auch noch Leute. Also gefühlt besteht hier die ganze Welt nur aus Menschen. Beziehungsweise Alpha und hast du nicht gesehen, die irgendwo stehen. Auch wenn es hier nur unwichtige Leute sind. Ja, meine ich doch nicht. Deswegen laufe ich doch weiter. Dass man mich hier immer so annölen muss. Hallo? Es ist ein Jammer. De Groot war ein guter Mann. Wenn ich daran denke, dass er 5 Jahre gegen die Tuata gekämpft hat, nur um nach Hause zu kommen und so zu sterben. Ein grausames Verbrechen. Er hat etwas Besseres verdient. Wisst ihr denn, was passiert ist? Es gibt keine Zeugen, aber offenbar hat der Mörder einen Dolch verwendet. Damit steht jeder in Mithras auf unserer Liste der Verdächtigen. Was ist mit euch? Wollt ihr uns helfen, diesen Fall zu lösen? Ich kann euch keine Belohnung oder Ressourcen anbieten. Ihr bekommt nur die Wahrheit, wenn ihr sie finden könnt. Wer war denn das Opfer? Lüther de Groot, ein Ortsansässiger. Bis vor wenigen Monaten diente er noch zusammen mit Alpha. Ich hörte, er war tief im Osten stationiert. Chloricon. Heimkehrende Veteranen werden selten freundlich aufgenommen. Selbst die wenigen aus Mithras nicht. Der arme Junge hat versucht, seinen Platz zu finden. Ja, wir gucken mal, ne? Das höre ich gerne. Hier passieren nicht viele Morde, aber die Kriminalität nimmt zu. Es sind diese verdammten Vorherbestimmten. Ihr könnt die Leiche gerne nach Hinweisen absuchen. Ich lasse sie dann später zur Untersuchung von hier wegbringen. Und sprecht mit den Leuten. Leute haben immer viel zu sagen. Sagt Bescheid, wenn ihr etwas herausfindet. Und helft ihr mir, in die Stagwin-Feste zu gelangen? Was? Euch dabei helfen, diesen Tunichtgut Agard zu befreien? Auf keinen Fall. Ich habe Prinzipien. Mama Blackwood hat ihren Jungen gut erzogen. Es sei denn, ihr seid gewillt zu zahlen. Arbeitet ihr denn für die Vorherbestimmten? Ich habe nichts unterschrieben, falls ihr das meint. Und ich werde nicht bezahlt. Aber ja, ich werde ihnen helfen, wenn man mich darum bittet. Es gibt noch andere Möglichkeiten der Vergütung. Eine davon ist, in Ruhe gelassen zu werden. Ja, ich bezahle euch ja schon. Das klingt schon besser. Um hier draußen zu gewinnen, muss man das Spiel richtig spielen. Bitte sehr. Ein Schlüssel zur Starkwindfeste. Dienstleistungen erbracht. Dankeschön. Man sieht sie. Schön, euch zu sehen. So, und du, De Groot, na? Ich bin nicht hier. Ich möchte nicht. Hallo, ich will doch gar nichts von dir, Wache. Verstanden? So. Wolfskopf-Halskette? Eine Halskette in Form eines Wolfkopfes. Es scheint, als wäre sie eine Art umfunktioniertes Armeeabzeichen.
Die Witcher-Wolfsschule? Was ist denn das hier? Ich komme euch holen. Es existiert keine Welt, in der die Verbrechen, die ihr begangen habt, nicht bestraft werden. So gerne die Vergangenheit vergessen und die Schrecken hinter euch lassen wollt, es wird nicht passieren. Ich werde euch jagen. Ich werde euch in Schrecken versetzen. Und ich werde euch töten. Mit jedem Atemzug, der mir bleibt. Das Wolfsrudel wird dafür bezahlen, dass sie mir mein Leben und das von so vielen anderen genommen haben. Ich komme. Okay, das Wolfsrudel. Interessant. Siedler, 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 Wache, Wache, Blackwood, Siedler, Siedler, Wache, Wache, unbewaffnetes Stadtoberhaupt? Nee, Standardbauer. Ich glaube, der hat wahrscheinlich noch keinen Namen bekommen. Standardbauer. Na, du unbewaffneter Standardbauer? Der sagt nicht mal was. Mann, bist du unbewaffnet und Standard. So, und jetzt müssen wir doch darüber. Ich wusste es doch. Der Typ war nur hier oben. Ja gut, dann gehen wir mal zur Turmruine. Wir haben nicht umsonst die Schnellreise dahin schon freigeschaltet. Und dann lasst uns doch mal schauen, was wir nicht so alles entdecken können. Falsche Richtung. Wir gehen hier runter. Lalala, da 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 da. Agard, wir kommen. Ab in die Starkwindfeste. Schön, dass die hier alle nicht mehr leben. Ich frage mich, was passiert ist. So. Oh, was ist das? Was wurde da angezeigt? Den Tatort untersuchen. Ach so. Ach ja, das machen wir wann anders. Das machen wir wann anders. Sagen, wir klopfen jetzt erstmal die Bargäste hier aus ihren Pantalonen. Oh, da ist ja noch ein Wolfi dabei. Macht's gut. Dann haben wir da drüben noch ein Bundle, Leute. Ach, Vagabunden. Hallo. Macht's gut. So. Juti, dann... Da seid ihr ja. Ja. Gerade rechtzeitig. Hört euch das an. Ich höre. Der entfesselte Pfad. Innen. Schutzpatrone. Warum? Unsterbliche. Gerufen zur Freiheit. Faszinierend. Nun denn, lebt wohl. Ja, faszinierend. Macht's gut. Ich bin so froh, dass ihr die Information mit mir teilt. Damit kann ich so viel anfangen. So, hier haben wir was. Mhm. Hinten ein Brunnen, ein Prismärbrunnen. So rot wie der ist. Nein, ein Sarkophag. Zerstörtes Bildnis. Okay. Ein Prismärbrunnen, sagt er. Ja, ja. Passiert. Weichkrabbelablagerungen. Was ist denn das da? Wo geht's denn da hin? Bringt uns das was? Möchte man da sein? Gibt es hier zufällig irgendein Übrigbleibsel? Ich glaube, das hier ist wahrscheinlich der Ort. Ja, wird durch ungewöhnliche Weise geöffnet. Wenn ich hier so diese Kugeln sehe, ist das wahrscheinlich der Ort, wo die Quest hier mit Ivan enden wird. Ich kann mich natürlich auch irren, aber gehe ich eher nicht davon aus, dass ich mich irre. Juti, dann haben wir dieses kleine Stückchen Weg allerdings auch schon erledigt. Weiter geht es dann voraus. Oh, hier ist ein toter Bargeist. Wo kommt der denn her? Warum habe ich den nicht gelootet? Hätte ich doch mitnehmen können. Genauso wie hier hinten der Baumhaufen. Baumhaufen. Der Steinhaufen. Baumhaufen ist sicher auch was Schönes. Okay. Hallo, ihr Wichte. Wicht. Wicht. Ey, au. Wicht. Wicht. Wicht ins Gesicht. Wow, Schattenprisma. Toll. Ich sammle dieses Mal nicht wieder 50 Millionen Schattenprismen.
Aber hier möchte ich mal hintergucken. Das sieht so versteckt aus, aber da ist eine Leiche. Vielleicht gibt es hier noch eine Quest für. So, Ivan, hast du wieder irgendwelche hilfreichen Hinweise für mich? Mit denen ich total viel anfangen kann. Diese eine Zeile verwirrt mich. Himmelwärts reichend oder wir dehnen oder wir strecken? Schutzpatrone blicken nach unten. Gemeinsam, nicht allein, gestaltet die Welt neu. Nun dann lebt wohl. Macht's gut. Ich bin, glaube ich, mehr verwirrt als er. Juti, war's das dann denn hier schon? In dem Gebietsabschnitt? Ja, die drei Windengabelung. Ja, Juti. So schnell kann's gehen. Und hier unten haben wir jetzt noch die anderen. Ne, Zugang zur Starkwindfeste. Da ist noch ein Monolith. Und hier oben irgendwo, ne? Ja, wird da nicht angezeigt, weil es ein Map-Wechsel ist. Na gut. Hallo Bärchen! Bom, bom, bom. Tschüss. Schön, dass der das dabei hat. Bisschen Gold. Ich freue mich, dass Bären immer hier so viel Taschengeld bekommen. Ich bin infiziert, wie ich gerade sehe. Warum bin ich denn infiziert? Ich glaube, der eine pestkranke Wicht hat mich gerade erwischt. Na du, wer bist du denn? Fen-Atwater. Moment. Ich gehe erstmal hier hoch. Dann können wir uns nochmal darüber unterhalten, was ihr für Probleme habt, Fan. Aber so bin ich erstmal nicht so euer größter Fan. Ja. Ja, toll. Das ist sinnvoll. Da freue ich mich drüber. Wow. Gut. Also, Fan. Warte, Jibbit. Du kannst schon mal anfangen. Ich höre dich. Spielt mit uns. Was? Was führt euch so weit nach draußen? Ihr spioniert doch nicht für die Vorherbestimmten, oder? Wir können uns keine weiteren Geldstrafen mehr leisten. Falls nicht, wärt ihr dann an etwas Vergnüglichem interessiert? An etwas Spaßigem, um euch von den Problemen des Alltags abzulenken? Ich spreche natürlich von Antilopenrennen. Was? Wir sind Halbblut-Mitaraner, von denen hört man nur selten. Wir haben zwar Vorfahren in der Stadt, werden aber meistens ignoriert. Es wird Zeit, dass sich unser Volk der großen, weiten Welt zuwendet. Amalur hat mehr zu bieten als Kronenfeste und Mithros. Sie mögen es nicht, dass wir hier draußen in den Wäldern leben, wo sie uns nicht überwachen können. In Mithros geschieht nichts ohne ihre Kenntnis. Unser Hof wurde schon häufig mit Geldstrafen belegt, weil wir die Ländereien von Kronenfeste benutzt haben. Diese Kultisten sollten mal lernen, sich zu entspannen. Ja, warum denn eigentlich Antilopenrennen? Ah, aber die wahre Frage lautet, warum keine Antilopenrennen? Wisst ihr, mein Bruder und ich haben die wenig beneidenswerte Aufgabe, diese Antilopenherde großzuziehen. Unser Vater glaubte, eine beständige, bescheidene Arbeit würde uns guttun. Er lag natürlich falsch. Wir verloren einen Großteil unseres Geldes beim Wetten und verbrachten die letzten beiden Jahre damit, uns vor den Schuldeneintreibern zu verstecken. Aus diesem Grund kamen wir auch hierher zurück und übernahmen das Geschäft unseres Vaters, die Atwater-Höfe. Langweilige Arbeit, aber wir machen sie etwas interessanter, indem wir es Passanten erlauben, Rennen mit den Antilopen zu bestreiten. Das macht mehr Spaß, als die Tiere zu hüten. Was passiert dann, wenn ich eine töte? So etwas passiert. Ihr wisst ja, was die Leute sagen. Man kann keine Antilopenrennen veranstalten, ohne versehentlich eine zu töten. Oder bezog sich das auf Eier? Was? Veranstalten wir doch ein Rennen. Euer Enthusiasmus gefällt mir. Nur darum geht es hier auf den Atwater-Höfen. Immer spielen, nie arbeiten. Ihr müsst für uns so viele Antilopen wie möglich von den Weiden in unser Gehege auf der anderen Seite des Hügels treiben. Je mehr Tiere ihr für uns einpfercht, desto mehr Geld zahlen wir euch. Ah ja. Antilopenrennen also. Das ja genau mein Spiel wahrscheinlich. Na gut, dann renne ich jetzt bald mit einer Antilope. Mach's gut.
hier gehen wir einmal schön außen rum. Mhm, ja. Ja, erschließt sich mir auch voll, warum es diesen Weg hier gibt. Wow. Einmal um die Gegner drumherum gerannt. Komm, die müssen noch weg. Habt ihr mich verstanden, ihr komischen... Ach, Spinnies. So, du auch. Das Ganze behalten. Das nehme ich mit. Okay, da ist noch was. Was hast du dabei? Schattenprismen. Es geht schon wieder los, ey. Aber diesmal nehme ich sie nicht mit. Okay, okay. So, hier oben. Na du? Hier geht also das Antilopenrennen los, ja? Gut zu wissen. Dann gucken wir doch gleich mal. Ja, nö. Es ist wirklich immer, wenn es speichert, kriegt er hier einen halben Ruckelanfall. Ich frage mich, wieso. So, ey, lass mich. So. Oh, ja, das gönnen wir uns alles. Das ist die Starkwindfeste, ja? Hm, toll hier. Hier ist eine Präsenz. Und ich wage es nicht länger als einen Moment lang anzuhalten. Ich habe sie vorher gespürt. In den Tiefen der alten Zisterne, wo die Mauern von alten Chaos-Symbolen gezeichnet sind. Alle Spuren der Errati wurden ausgelöscht. Mit Spitzhacken und Dolchen aus den uralten Steinen gemeißelt. Ich fürchte diesen Ort. Er war einst ein Zufluchtsort für die Gerechten. Doch jetzt wurde er durch Thielogros Berührung verdorben. Ich muss weiterziehen, bevor ich entdeckt werde. Okay, Bergbargest. Gibt's hier auch? Hm? Ist das eigentlich mit diesem Antilopenrennen? Ja, das ist auch eine Aufgabe, das Antilopenrennen gewinnen. Je mehr Antilopen ich über die Ziellinie treiben kann, desto mehr Geld erhalte ich. Das wird doch 100% wiederkehrend sein. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das nicht wiederkehrend ist. So, das ist auch nicht. So. Zählt ihr? Ja, ne? Ich hoffe zumindest, dass ihr zählt. Ich treibe erstmal nur euch. Ah, ne, die verlassen das Schneegebiet nicht. Okay. Dann bleibt halt hier. Dann gehen wir zu den Bären oder was hier auch immer wohnt. Ein Prismärtroll. Schön. Schön für dich, Prismärtroll. Mach's gut. Ein Bär wäre auch ein bisschen komisch gewesen. So. Licht des Morgens, Goliath-Beinpanzer. Und Trollhauer. Ich sag doch, irgendwann brauchen wir das alles für eine Quest. Ich weiß nur nicht, wann die kommen wird. Und dann muss ich immer noch dieses Boggart-Fragment wiederfinden. Egal, wo ich es verkauft habe. Und das wird dann nervig werden. So. Warte mal hier. Ein Borka. Hallo, Borka. Ciao, Borka. Dann gucken wir gleich mal da rein, während die anderen gerade noch hier vorbeikommen. Ihr auch? Ja? Okay. Können wir gerne so machen. Schattenprisma. Die und ihre scheiß Schattenprismen hier. Juti. Gut, gut. Dann quatschen wir doch mal mit dem Typen, falls wir mit dem reden können. Hallo? Na? Anso Advata? Solltet ihr nicht Antilopen jagen? Ihr werdet nicht viel über die Ziellinie treiben können, wenn ihr hier mit mir quatscht. Ich bin eigentlich ein ziemlich einfacher Typ. Ein Bauernjunge. Ich habe versucht, in der großen, weiten Welt meinen Weg zu gehen, aber er hat mich hierher zurückgeführt. Heute bin ich genau wie jeder andere Durchschnittsarbeiter.
Ich zahle meine Steuern, schaufle Kot durch die Gegend, gehe den Kultisten aus dem Weg. Ihr wisst schon, das Übliche. Ich bin gebürtiger Mitaraner, lasst euch ja nichts anderes einreden. Wir sind hart wie Stein und durch unsere Adern rauschen Bergflüsse. Ich bin ein wenig herumgekommen und es gibt in ganz Amalur keine schönere Landschaft. Okay, yo, lebt wohl. Hier müssen wir also wirklich die Antilopen hinjagen. Das heißt, ich sehe keine andere Möglichkeit, als dass es doch die Schneeantilopen sind. Ich gestehe, ich habe vielleicht nicht so ganz zugehört, als die Olle was erzählt hat über die Antilopen. Aber die haben ja gerade allesamt rumgedreht, als die Schneegrenze kam. Also es kann sein, dass wir die über die Brücke jagen müssen. Wir gucken erstmal, ne? Hier sind drei Tote. Das war ich aber ausnahmsweise mal nicht. So. Wir geben uns mal mit einer zufrieden, ne? So, auf geht's. Lauf, Antilope! Lauf! Los! Abmarsch! Nee, nicht hier lang. Du gehst in die falsche Richtung. Du gehst in die falsche Richtung. Du machst mich sauer, Antilope. So, wir probieren's. Antilope, los. Nicht darauf, sondern darunter. So. Ja. Los. Lauf, Antilope. Lauf. Verschwinde. Und dann dreht sie wieder rum. Zählt das? Zählt das? Hm. Wir gucken mal. Also nicht, ob das zählt, weil ich bin ja nicht ganz blöd im Kopf, ne? Aber wir gucken mal, ob wir nicht vielleicht noch irgendwo ein paar andere Antilopen finden, die man besser jagen kann. So, aber hier haben wir auch wieder Schneegebiet. Boggart Eiferer. Au. So. Jetzt schnappen wir uns. Ja, das können sie behalten. Klauen muss ich hier nichts. Okay, hier ist natürlich schön. Ja, hat viel Tolles. Mhm, ja. Ich guck mal eben auf der Map. Was sind wir denn hier? Da unten ist die Starkwindfeste. Ja, zu der sollen wir ja rein, um Agard rauszuholen. Okay. Hier haben wir wieder Antilopen, aber die werden sich ja auch wieder früher oder später rumdrehen. Ah, ist das der Weg in die Sturmwindfeste, den die Händler nehmen würden? Wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich schon. Na gut, aber den nehmen wir nicht. Wir nehmen den Fronteingang. Einfach, weil wir es können. Sonst hätte ich die 20.000 für den Schlüssel umsonst ausgegeben. Und das wäre ja umso doofer. So, Egelholzborke. Prismärklinge. Ja, so ein bisschen Prismär oder Prisweniger, ne? Kennt man ja. Dann haben wir gleich noch den vierten von den Menieren gefunden. Das ist auch wunderbar. Und auf dem Rückweg können wir vielleicht euch mitnehmen. Na, das wäre doch auch nichts Schlechtes. So, da ist eine Geheimtür. Dann nehmen wir die doch mal. Kommen wir sowieso dann automatisch wieder runter, wie ich sehe. Der Schnee ist so schön. Ich mag Schneewelten. So, einmal Uff, bitte. Hallo, Bargäst. Berg-Bargäst. Tschüss. Schattenprisma. Wow. Noch zwei. Oh, das ist aber schön. Druiden? Zydis Kutte. Ja. Die zweite Druidenrüstung. Sehr schön. Okay, hier mal Wolfi. Hallo, Wolfi.
Wolfie und Bargesti. Den kannst du behalten. Hallo Antilopen. Hallo ihr zwei. Tschüss. Ich bin echt am Überlegen, ob wir uns ein neues Schwert craften sollen oder nicht. Weil wir sind so schon vollkommen OP, wie man sehen kann. Wir haben ja absolut null Probleme. Obwohl die hier wieder vom Level passen. Oh, der Eisbär braucht sogar 3 Angriffe. Während andere halt nur einen einzigen brauchen. Litanei an Mitaru kannst du auch behalten. Komm, dann gehen wir jetzt hier hoch. Und haben dann nochmal unseren kleinen zwergischen Kumpel. Nee, gnomischen Kumpel. Ich komme gleich zu dir. Ich gehe erstmal hier oben in die... Ach, hallo. Tschüss. Die musste jetzt nicht unbedingt um die Ecke kommen. Ja, 1000 Sassas Ring, vergleichen. Mindestanforderung. Okay, sicherlich auch nicht schlecht, aber nicht unbedingt das, was wir brauchen. So, Nummer 4. Seht ihr, wie der Anhänger reagiert? Die Reaktionen werden mit jedem Monolithen stärker. Auf diesem Stein steht einer unter den Schutzpatronen. Champion des Schicksals. Der entfesselte Pfad. Lockend. Nun denn, lebt wohl. Ja, macht's gut. Das ist ja mal wieder sinnvoll gewesen. Vielleicht lese ich mal irgendwas zu diesem Antilopenrennen durch. Ich probiere es zwar gleich nochmal, aber wenn das wirklich... Es steht halt bei den Aufgaben drin und wir werden pro Antilope bezahlt, hieß es. Je mehr wir da reinpferchen, desto mehr wird's. Deswegen, ich glaube, wir können da in der Theorie so viel reinpacken, wie wir Bock drauf haben. Und ja, dass es einfach keinen Unterschied machen wird. Nach Kronenfeste. Jetzt schon das nächste Mal nach Kronenfeste. Ich bin jetzt mal durchgegangen, wie ihr sehen könnt. Vielleicht bringt uns das ja irgendwas. Krähengipfel. Ah, wir gucken mal. Vielleicht kriegt man ja hier irgendwo... Habe ich das gerade richtig gesehen? Ach, ein Kopfgeldjäger. Ja, nee, das brauchen wir nicht machen. Elfen. Haben wir keine Eiselfe dabei? Das ist aber verwunderlich. Hier haben wir schöne Prismär-Sachen. Das ist ja schick. Warum wir das Chaosportal da nicht finden, ist mir allerdings ein Rätsel. Haben wir hier ein schönes Chaosportal? Hier oben drauf? Ja, Chaosportal? Wahrscheinlich in der Theorie, ja. In der Praxis ist es hier unten. Mensch, die Priesterin. Okay. Noch ein Schattenprisma. Wo sind wir denn hier? Ich will doch nur irgendeine Schnellreise hier oben haben. Hallo? Ach, das reicht hier schon wieder. Ich finde das immer so witzig, wenn die von einer Parade instant umfallen. So, hier, das nehmen wir noch mit. Ja gut, das war's dann hier mal schon wieder, ne? Ich meine, das sieht zwar so aus, als wäre das hier wieder so ein... Ach ja, das war das Schattenprisma. Als wäre das hier schon wieder so ein Niskaru-Bootplatz, den wir schließen können, aber ich... Mir wurde keine Taste mitgeteilt, die ich drücken muss für sowas. Also gehe ich mal davon aus, dass es einfach deaktiviert ist oder sich aktivieren würde, falls da was ist. Dass wir das auf jeden Fall mitbekommen. Indem beispielsweise Niskaru spawnen oder sowas. Okay. Ja, Schnellreisepunkt ist... Ich hätte echt nichts gegen, einfach einen kleinen Schnellreisepunkt zu haben. Dann haben wir wieder Prismärpulver. Schnellreisepunkt. Ich will, dass es sich wenigstens lohnt, wenn ich jetzt zurückgehe. Dann haben wir wieder 5 Millionen Leute, wow. Was haben wir hier jetzt? Weitere Monolithen besuchen. Also es lohnt sich doch irgendwie. Na ihr?
Bandit, Bandit, Bandit. Oh nein, er hat mich getroffen. Oh, so eine Schande. Es hätte aber auch viele. Komm mal her. Seid aber auch viele. Meine Güte. Wer hat euch denn hier alle rausgelassen? Gut, also kleine Wegsperre. Aber kein Problem für uns. Das nehmen wir alles mit. Oh, schön hier. Mit den Polarlichtern. Also wirklich sehr, sehr hübsch hier. Und da sind auch schon die Steinchen, wo unser Kumpel Ivan gleich warten müsste. Da steht er auch schon. Man kann ihn auf der Map sehen. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass es der Steinhaufen wäre, wegen dem wir hier sind. Aber nein, es war die Kiste. Hab ich nicht wirklich realisiert. Hallo! Tschüss! Oh, ja. Okay, holen wir uns den Stufenaufstieg. Flupp. Und Raffinesse wollten wir. Ach ja, Moment. Wir wollen halt das Ding hier haben, das paralytische Gift. Das will ich haben. Und das hier ist auch passiv. Jeder blutenden Gegner. Ja, doch, blutende Gegner. Ne, deswegen leider erstmal ein bisschen in was anderes investieren, auch wenn wir es nicht benutzen. Kurz davor, mein Freund. Diese Erzählung scheint nahezulegen, dass Mitaro hinter dem Auftauchen steckte und er allein das tiefe Zwielicht beendet hat. Aus der Dunkelheit. Schicksal führt zur Dämmerung. Die Tür ist offen. Der entfesselte Pfad. Nun dann lebt wohl! Okay. Ich meine, schön, aber was haben wir da jetzt gekonnt? Das Antilopenrennen, ja. Nee, wir gucken uns das mal an. Ich will doch eigentlich nur einen Schnellreisepunkt haben, verdammte Scheiße. Ist das denn so schwierig, hier einen zu kriegen? Nur einen einzigen? Nur ein? Ich meine, ich sollte auch keinen guten Schnellreisepunkt da haben, ne? Nee, das war ziemlich dämlich von mir, jetzt hier hochzugehen. Hehe. Tja, doof gelaufen. Ja, wir finden schon was. Wir finden schon was. Und dann lese ich mich gleich offscreen in das Antilopenrennen ein, wenn es dazu schon irgendwas gibt. Vielleicht überspringen wir das dann auch einfach komplett. Wenn das nur schwachsinnig ist. Und wiederholbarer Müll. Dann brauchen wir unsere Zeit damit nicht zu verbringen. Ist ganz schön leer hier, ne? Also, das fällt mir vor allem auf. Es sind zwar größere Gegnerhorden inzwischen, aber weniger Gegnerhorden. Wenn ich so bedenke, wie voll es... Oh, Krähengipfel. Ja, wenn ich so bedenke, wie voll hier es manchmal war im Hauptteil des Spiels. Und dann jetzt als Vergleich ist nicht so wirklich viel da, der Krähengipfel. Da könnten wir jetzt theoretisch hin. Wunderbar. Okay. Dann gucke ich mal hier oben noch schnell rein in dieses Geheimtürchen. Ach, die nächsten Banditen. Macht's gut. Ciao. Das war der. Mhm. Ey. Hoppala. Okay. Hm, das gönnen wir uns. Haben wir denn hier schon die nächste Kapuze von Züdi? Die nächste Kapuze ist wahrscheinlich eher nicht drin. Aber das nächste Rüstungsteil. Könnte sein. Wenn ich mir hier so die Ausstattung mit diesen ganzen... wie hießen sie noch gleich? Mit diesen ganzen Boggart-Sachen anschaue. Züdis Robe, Nummer 3. So schnell kann es gehen.
Ach, noch ein Trolley. So, ciao. Und wenn wir dann noch die Fähigkeit kriegen, dass wir, wenn die bluten, nochmal extra Schaden. Fluch des Mana-Entzugs, ja wunderbar. Also jetzt müssen wir auf jeden Fall mal zu einem Heiler. Wobei unser Mana kann ja ruhig leer gehen. Das, was wir noch gebrauchen können. Wir haben ja unsere passiven Fähigkeiten aktiviert. Da ist es nicht so schlimm, wenn der Rest alle geht. So, ich guck mal nochmal nach hier oben. Und laufe eine Runde rum. Weil, why not? Hier unten wird es dann wahrscheinlich zu dieser Aschegrube gehen. Vielleicht können wir hier noch... Das sieht so viel aus. Aber wenn so wenige Gegner da sind... Ich kann mir vorstellen, wir müssen hier überall nochmal lang. Überall. Einfach dadurch, dass wir eigentlich noch gar nicht in diesem Gebiet hier sind. Hallo. Du lebst noch? Okay, du auch? Schön für euch. Hm? Das nehmen wir mit. Ah, das nehmen wir auch mit. Ah, dahinter. Gut, dann einmal außenrum. Oh. Gut. Wenigstens kein weiterer Fluch. Wobei, jetzt ist es eh egal. Solange wir nicht irgendeinen Fluch haben, mit dem ich weniger Damage mache und die Leute nicht mehr One oder Two hitte, dann ist mir das recht. Guck mal, da ist doch ein Frost-Champion. Das hätte mir nämlich echt Sorgen bereitet, wenn wir hier die Fähigkeit alle nicht haben würden. Das wäre super unrealistisch gewesen. Erinnert mich auch ein bisschen. Vielleicht ist das ein komischer Vergleich. Aber an die nördlichste Quest in Ghost of Tsushima, wo dann alles auf einmal komplett verschneit ist. Was haben wir hier so Feines? So. Tschüss. Was habt ihr hier so Schönes bewacht? Na, guck mal, das klappt aber wenigstens. Das Auftauchen, der gebundene Titan. Körper, ja, 15%. Na ja, gut. Ist in Ordnung, nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Nehmen wir auch mit. Und ich merke, ich werde hier ein bisschen nachlässig mit dem Erkunden. In Bezug darauf gesehen, Bosheit. In Bezug darauf gesehen, dass bei dem... Im Originalteil des Spiels... dass man da des Öfteren mal eine Leiche oder sowas gefunden hat, die Items hatten und die allerdings, dadurch, dass es halt Leichen und keine Loot-Gegenstände an sich waren, obwohl sie Loot-Gegenstände hatten, weil ich meine, hier werden ja Leichen auch nicht auf der Map angezeigt, eben nicht auf der Map angezeigt wurden. Und dadurch, dass ich habe hier, glaube ich, noch keine einzige Leiche gesehen, die irgendein Item für uns hatte. Einfach so ein Skelett mit ein paar Items. Und deswegen werde ich so nachlässig und gucke einfach nicht nach. Zur Hauptmann Koch zurückkehren, hinter den Barrikaden. Aha. Ach, der nächste Fluch. Ja, schön. Oder haben wir nur eine verplättet gekriegt? Kann alles sein. Na gut. Da drüben. Ne, wir haben nur eine verplättet gekriegt. Kein neuer Fluch auf uns. Sehe ich das richtig, dass wir hier unseren Kumpel wieder haben? Kommen hier gleich wieder runde Steinchen. Hä, wer bist du denn? Brogan McQueen, du bist es? Was zur Hölle? Hier oben ist der? Leute, das machen wir alles in der nächsten Folge. Vorausgesetzt, ich breche das nicht direkt ab. Aber wenn ich mir das hier so angucke, wir sind jetzt einmal hier oben und es wäre dumm, wieder runter zu gehen. Und, naja, wir machen das schon irgendwie. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.